Hallo Internet und hallo YouTube. Wir kommen zurück zu Transportfieber 2 und weiter geht's hier bei uns mit dem Versuch hier unsere Strecke zu bauen, die ein bisschen kompliziert gedacht ist, aber eigentlich sehr einfach ist. Da folgen wir ein bisschen, ehe wir hier wieder in unser Gleis gehen. Also hier gehen wir ins Gleis an. Also das hier wird definitiv ein Nadelöhr werden, das können wir jetzt schon sagen. Das weiß ich jetzt schon voraus, dass das ein Nadelöhr wird. Und zwar ein unangenehmes Nadelöhr. Das bin mir jetzt schon sicher, dass es ein unangenehmes Nadelöhr werden wird. So, da machen wir ein kleines Vorfeld. Kleines Vorfeld eigentlich nicht, ich könnte das so machen. Ich ziehe mal hier durch. Dann kommt aber hier eine X-Weiche hin. Das kann natürlich dann passieren, dass genau die X-Weiche, die ich hier setze, uns alles ein bisschen durcheinander bringt. Schauen wir mal, ob das so dann sein wird am Ende. So, jetzt müssen wir mal ein paar Signale setzen. Das wird jetzt ein bisschen ganz kompliziert jetzt nicht. Das wird ein bisschen interessant werden, weil jetzt müssen wir auf die Suche gehen. Österreichisches Signal, das fand ich schon mal gut an. Nehmen wir mal das hier. Du kommst jetzt mal hier hin. So, und jetzt erst einmal nachdenken. Brauchen wir da eigentlich noch ein Signal? Theoretisch soll die hier nur stehen und alles andere soll eigentlich fahren. Das heißt, hier kommt das Gegensignal hin, hier kommt ein Block mal hin. Dann gibt es hier einen Block. Dann haben wir hier. Hier kommen sie rein, da kommen zwei Linien rein. Da werden wir der Linie Nachrang geben. Jetzt hat er noch einen Block raus. Schwer aber doch. Da haben wir keinen Block mehr. Das muss man hier denken einfach. Hier kriegt die Linie Nachrang. Gibt es hier einen Bremser und hier nochmal einen. Ich sage, es ist ein bisschen kompliziert jetzt zu signalisieren das Ganze. Aber eigentlich mache ich mir selber nur schwer, als es ist. Weil es ist eigentlich eh leicht zu signalisieren. Eins kann man sicher sein, die Signale werden, wenn wir dann neue Züge haben, nicht mehr aktuell sein. Echt jetzt Rasenmähen? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Und das mitten in meiner Aufnahme. So, das Signal muss ich hier wegnehmen wieder. Dafür haben wir hier Gegensignal und der Rest hat eigentlich passend. So viel ist auf der Linie nicht unterwegs noch. Das ist ein bisschen kompliziert gedacht, wie gesagt, aber eigentlich eh einfach. So, fangen wir mit der kürzesten an. Das ist jetzt der Baumstopp. Zug. Aber das muss man groß schreiben, oder? Baum, Stämme zu Bretter 0, 1. So, das war der erste.
Die erste Linie. Jetzt kommt die zweite Linie. Die kommt von hier und geht nach hier. Das ist jetzt Zug, Baum, Stämme zu Bretter 02. Gut, und jetzt haben wir noch eine Linie, das ist die Linie 3 natürlich. Die geht jetzt von hier nach hier. Und das ist jetzt, ihr werdet es nicht glauben, Zug, Baum, Baum, Stämme zu Bretter 03. Und jetzt haben wir offiziell drei Linien. Wo ich hier einen eben zu viel gemacht habe, lustigerweise. Da schaut es gleich ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir hier drei Linien. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Wir haben natürlich hier kein Depot gerade. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage natürlich, wie das hier mit Stavenov ist. Stavenov liegt, wo liegt denn das eigentlich? Weit oben, würde ich mal sagen, den könnte man dann eigentlich, wenn es schon so weit oben ist, umbenennen diese Stadt. Die brauchen einmal, das ist überhaupt los, die werden jetzt einmal Baumstämme brauchen. Baumstämme haben wir in der Nähe zu viele. Dann brauchen sie das hier. Weiß nicht, da muss man daneben, ist egal. Dann brauchen sie keinen Fisch, sie liegen nicht am Meer, das wäre natürlich interessanterweise jetzt lustig, wenn sie am Meer liegen würden. Die brauchen das hier und das brauchen sie in Massen natürlich. So, und die Stadt heißt jetzt nicht mehr Stavenov, die heißt jetzt nördlich. Komm, wir machen daraus die oberösterreichische Hauptstadt Linz. Das heißt eben, in Linz beginnt's. Hier beginnt's wirklich in Linz. Und jetzt machen wir kurz einen Blick. Da unten haben wir eine Stadt und da haben wir eine Stadt. Jetzt könnte man ja der Stadt einen Personenverkehr gönnen. Und damit dann uns damit schon überlegen, wo wir mit dem Bahnhof hingehen. Das ist mal innerstädtisch, das müssen wir da mal kurz die Stadt upgraden. Jetzt tut es nämlich nicht weh, wenn ich die Straßen ein bisschen auf städtisch 40 upgrade. Ich meine, das wäre natürlich noch besser. Aber das kostet sehr viel und das wird uns irgendwann wird uns das wahrscheinlich noch kosten, dass wir hier ein bisschen umbauen müssen. Und durchs Umbauen werden wir uns die halben Städten nochmal zusammenreißen und zusammenhauen. Aber das gehört einfach dazu. Ich kann jetzt schon vorplanen mit, weiß nicht was. Ich ja nicht mehr weiß, wie stark die Stadt dann wächst. Wo gehen wir den Bahnhof hin? Auf jeden Fall, das wird hier umgebaut nochmal. Das gefällt mir da mal gar nicht. Jetzt können wir noch eins abreißen, ein Stück. Komm. Jetzt haben wir drei Linien, die aber noch nicht in Betrieb sind, ich weiß. Kommt gleich, kommt gleich. Lass mal hier die Stadt ein bisschen verbessern und ausbauen. Was wäre, wenn der Bahnhof jetzt mal ganz komischerweise hier hinkommt? Dann können wir ja theoretisch bedenken. Bedacht wäre dann so, dass wir sagen, der Bahnhof kommt da hinten hin. Wäre von der Größe her natürlich perfekt.
Da passt er, den müssen wir sogar eigentlich setzen gleich, weil. Ich ja bedenken muss, dass ich hier. Linz ist ein Großbahnhof, das ist logisch, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Wenn sogar 320. Boah, 320 ist ein bisschen heavy gerade. Aber Linz ist genauso ein Großbahnhof wie so wie Wien eigentlich. Für mich. Und da kommen halt noch mehr Gleise hin. Gleise hin natürlich, klarweise. So, jetzt haben wir hier einen Bahnhof schon mal. Das ist natürlich nicht einerseits gut, auf der anderen Seite natürlich blöd, weil es uns kostet. Kosten tut es uns natürlich nichts, weil wir ja keine nicht wirtschaftlich spielen aktuell. Jetzt können wir den einen Verkehrsbund. Gönnen wir ihn jetzt mal. Deswegen, der schaut sowieso ein bisschen kompliziert, das werden wahrscheinlich drei Linien werden, waren nicht vier Linien sogar. Da musst du dich nachher noch durchblicken, wo du die Linien gibst. Ja, das wird. Das kann amüsant dann werden. Ich will nicht zu viele Haltestellen machen, weil das sonst ein bisschen zu viel wird. Theoretisch muss ich hier noch eine hier machen. Und rein theoretisch müssen wir hier auch eine machen. So, jetzt versuchen wir da irgendwie eine Linie hinzubekommen. Eine Linie. Ich habe ja zwei Linien. Drei Linien werden es wahrscheinlich werden. Die erste Linie, die geht hier. Hier. Direkt zurück. So, das ist erstmal FBMV Linz 01. Das war jetzt Watschen einfach, würde ich mal sagen. So, die zweite Linie. Das ist ein bisschen kompliziert werden jetzt. Was? Wie halt der Typ passt nicht überein? Hallihallo? What's the problem? Oh. Da habe ich vergessen, noch einen hinzugeben, zweiten. So, dann wir die ganze Straße neu machen, ganze Haltestelle. Das wird super passen eigentlich. Zurück zu den Linien. Kommt raus und du kommst hier danach hin. Ne, ja. Wieso passen die nicht überein? Interessant. Okay, hast du mich ein bisschen veräppelt, spielt gut. Oder einfach ärgern wollen, sagen wir mal so. Der Linie fahren wir dann hier lang. Das ist eine sehr lange Umgehungslinie, kannst du sagen. So, dann hätten wir die auch. Das ist jetzt babu 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 ba. So, und jetzt haben wir noch die dritte Linie. Jetzt werden sie wieder alle fragen, warum macht er schon wieder so viele Linien? Ganz einfach, ich denke vor. Die Haltestelle fehlt noch, die Haltestelle ist noch nicht im Plan. Die ist nicht im Plan und die ist nicht im Plan. Einen davon werden wir sowieso nicht anfangen können. Jetzt mal die Kirchgasse wieder nicht, oder was willst du mich veräppeln hier? In die Richtung geht's. Aha. Achso.
Ich weiß schon warum. Dann hier. Oh, wie gehen wir weiter? Ja, ganz einfach. Hier. Das ist meine andere Farbe. Jetzt muss ich ein bisschen stuckatieren, wie weiter. Ich bin jetzt beim Mittlerweg. Beim Mittlerweg. Vom Mittlerweg wäre dann die nächstmögliche. Hier. Hier. Da fehlt mir aber nicht hier. Das ist doof. Fangen wir mal von vorne an. Neuer Plan. Wir gehen hier, hier, hier. Ja, jetzt nicht. Was für ein Tag? Dir und du. Dann müssten wir theoretisch hier halten, hier halten, hier halten. So geht's. Kompliziert gedacht. Aber am Ende dorthin gekommen, wo wir hin wollten. So, FBMV Linz 03. Weil es ein bisschen kompliziertes Denken so. Was ist mit dem Fahrzeug schon los? Welche Fahrzeuge sind in einem schlechten Zustand, Kollege? Sehr gut, sehr gut. Also, so kommen wir durch, oder? Scheibe. Da haben wir der FBMV Graz 2 keine Auto, keine. Die umsetzen dabei. Offiziell auch kein Euro, keine. Dann kann man einfach nur Linie 3 nennen, sonst genau, das stimmt schon. Dann haben wir ein paar Linien, wo ja erst mal extra weniger Linien genommen haben, aber ich würde jetzt hier nicht. Okay, das ist mir jetzt nicht, das ist ein bisschen interessant, egal. Verstehe ich jetzt nicht die Meldung, aber bitte, von mir aus, dem auch recht sein. Gebt mir ein Tepper. Lebel, gebt mir einen Tepper. Dieses Depot geben wir hier hin, wo es mal keinen stört. Wir werden auch hier nur Minimallinienbesetzung machen. Oh, da haben wir schon die Obisiante. Also diese französischen. Dann nehmen wir gleich mal 10. Machen wir mal volle Anwendung drauf. Und setzen euch auf. Linz 3. So. Jetzt hätten wir das erledigt einmal. Das wird so ein bisschen. Jetzt kriegen wir langsam ein Kreuz rein in den Durchhänger, das ich hier vorhabe. Glaube ich heute, halt, dass wir ein Kreuz ankriegen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir es dann Kreuz an. Und jetzt kommt der andere Schmier. Jetzt kommt hier mal Gebäude. So, und jetzt kommt die große Frage aller Fragen. Wo passt du denn noch hin?
Das wäre natürlich der Beste. Hier wäre es natürlich super. Mitten in der Stadt. Glaub, das muss ich machen. Mitten in der Stadt. Wenn es möglich ist, dass ich es mache, mache ich es. So, die Frage ist, dann kommen wir da überhaupt raus. Der Doppelbahnübergang. Ja, kommen wir raus. Passt. Dann mal hier die Schleife rein. Und bringen unsere Züge jetzt hier auf die Linie. So bringen wir sie auf die Linie. So, und jetzt haben wir alle Züge dann drauf. So, gleich. Oh, es gibt fertige Gleiskonstruktion auch schon. Toll, habe ich jetzt erst gesehen. Da ist noch ein Signal. Ja, für Verschub brauchen wir kein Signal, oder? Normale. Zwergsignale haben noch keine, leider. So, und jetzt können wir das nächste machen. Das nächste witzige in der Runde. Wir kaufen Züge. Ich glaube, zum Mitfahren kommen wir nicht mehr, oder? Nein, definitiv nicht mehr. Leider definitiv nicht mehr. So, Lokomotive, wir haben jetzt natürlich die Borsig. Jetzt kriegen wir auch ein Schiff, die Dunara Keistel. So, die haben wir auch schon, aber die dürfen wir nicht nehmen. Und was transportieren wir? Baumstämme. Darf ruhig mehr Kapazität sein. Und wir brauchen sowieso drei von denen gleich. Nur. Hinsetzen tun wir sie noch nicht, das machen wir im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Transportfieber 2, Season 2 und dann fahren wir mit unserem Zug, ja, mit unseren Zügen mit eigentlich, aber das Problem wird eher sein, mit den Zügen mitfahren wird lustig werden, da wir nicht viel tun können an dem Punkt. Lass uns mal überraschen. Also, was eins, was ich noch machen wollte, bevor ich aufhöre, stopp, dürfen wir nicht aufhören. Linienbesetzung. War klar. Du gehst in die 5 und du gehst in die 3. Und somit haben alle eine Linie. Aber jetzt sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir es bespielen. Transport BV2. Danke.